Peter Maffay sang einmal und zum Unverständnis vieler Leute tut er es manchmal immer noch: Über sieben Brücken musst du gehen. Wenn man aber in der Zeit der Homecomputer Commodore hieß, dann tat man ja grundsätzlich nie das, was von einem erwartet wurde. Commodore ging über drei Brücken, drei Bridges, drei Bridgeboards für den Amiga. Was das für Dinge sind, welchem Sinn und Zweck sie dienen sollten und wie man schnell überprüfen kann, ob die Dinger überhaupt funktionieren oder ob man bei eBay wieder mal Schrott gekauft hat, das erfahrt ihr jetzt in der ersten Yesterchips-Folge zum Thema Bridgeboards. Das dreckige Dutzend ist voll, hier kommt die 12. Folge der Yesterchips. Viel Spaß dabei! Kann man Seriosität kaufen? Eine seltsame Frage, welche Commodore allerdings wie selbstverständlich mit Ja beantwortete. Ein Synonym für seriöses Arbeiten mit dem Computer war damals schon das Unternehmen mit den drei großen Buchstaben, IBM. Bei IBM hatte man lange gezögert, bevor man erkannte, dass sich das Homecomputer-Geschäft tatsächlich lohnen kann. 1981 war es dann auch bei Big Blue soweit. Genesis für alles, was wir bis heute im Volksmund als PC bezeichnen. Nach einer sehr kurzen Entwicklungszeit präsentiert IBM das Modell 5150 der Öffentlichkeit. Zu diesem Zeitpunkt ahnte wohl noch niemand, dass dieser klobige und technisch neben den existierenden Homecomputern ziemlich zurückgeblieben wirkende Kiste einmal die Welt beherrschen würde. Monochrome Bildwiedergabe, kein Sound, ultraschwer, alles Prädikate, die nur einen Verwendungszweck zuließen: Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit. Der IBM PC war der Gegenpol zur immer bunter werdenderen Welt der Homecomputer, wie sie beispielsweise Commodore herstellte. Also kein ernstzunehmender Gegner? Man könnte es meinen, doch IBM hatte immer schon einen Trumpf im Ärmel: Software. 1985 brachte Commodore den Amiga heraus, ein neues Computersystem mit wegweisender Hardware, aber zu Beginn fehlte es immer an Software. Außerdem hatten die Commodore Homecomputer schon immer mit ihrem Image als Spielekisten zu kämpfen, also kein guter Ausgangspunkt für den Amiga, welcher doch gerade auch im professionellen Sektor Fuß fassen sollte. Also entschloss man sich zu einer drastischen Maßnahme, indem man sagte, man könne Seriosität von IBM tatsächlich kaufen. Aus Braunschweig kam dann 1986 für den Amiga 1000 der Beiwagen, das Sidecar mit Erkennung A1060. Vom Prinzip her war es ein IBM-kompatibler PC mit der technischen Leistung eines XT. Das Ding hatte einen 8088er Hauptprozessor, konnte maximal 640 KB RAM verwalten und es bestand die Möglichkeit, mit 8-Bit ISA-Steckkarten das System zu erweitern. Im Auslieferungszustand wurde die grafische Ausgabe, welche immerhin monochrom als auch Farbe beinhalten konnte, vom Amiga übernommen. Der PC lief also in einem Fenster der Amiga Workbench. Tastatur, Maus und externe Schnittstellen teilte sich das Sidecar ebenfalls mit dem Amiga. Andersherum war es dem Amiga möglich, die Ressourcen des Sidecars zu nutzen, wie beispielsweise eine nachgerüstete Festplatte. Dieser Austausch ist einem geschickt entworfenen 128 KB großen Speicher zu verdanken, der als Dual Port Memory bezeichnet wird und auf den sowohl die PC-Seite als auch der Amiga zugreifen kann. Man hatte es also auf technische Weise geschafft, auf einen Schlag die vorhandene IBM-PC-kompatible Software auch am Amiga nutzbar zu machen. Aber ein großer Erfolg wurde das Sidecar nie. Der Amiga 1000 war an sich schon sehr teuer und dann kam das ebenfalls noch sauteure Sidecar hinzu. Nein, eine Erfolgsgeschichte war das nicht. Dennoch wurde die Marschrichtung nicht aufgegeben und so wurden für den Amiga 2000 die sogenannten Bridgeboards entwickelt. Dies sind Steckkarten für den Amiga 2000, welche dort installiert werden, wo der Zorro-Bus des Amiga und der ISA-Bus der PC-Welt in Reihe hintereinander liegen und diese Steckkarten beinhalten nichts anderes wie einen IBM-kompatiblen PC.
Die jetzt folgende Beschreibung der von Commodore entwickelten Bridgeboards stammt vom A1K-Forums-User Blind German, welcher mich dankenswerterweise tatkräftig bei diesem Thema unterstützt und mir gestattet hat, seine Forenbeiträge hier zu zitieren. Vielen lieben Dank dafür. A2088XT. Wie der Ur-A2000 und die A1060 wurde auch die A2088XT in Braunschweig entwickelt. Die deutschen Ingenieure haben sich genau an die Vorgaben des Ur-XT gehalten und somit arbeiteten auf allen A2088XT ein 8088er Prozessor von Intel oder einem Lizenznehmer, der mit 4,77 MHz genauso hoch getaktet ist wie der Ur-XT von IBM. Optional kann eine 8087 FPU eingesetzt werden. Als Arbeitsspeicher sind 512 KB verbaut, der mit einer RAM-Erweiterungskarte für den ISA-Slot auf 640 KB erweitert werden kann. Angeblich wurden sehr frühe Versionen auch nur mit 256 KB ausgeliefert. Das BIOS. Für die PC-Grundfunktionen ist ein 16 KB großes XT-kompatibles BIOS verbaut. Wie bei einem XT-BIOS üblich, können keine Einstellungen vorgenommen werden. Es kann ein DD-Diskettenlaufwerk, 5,1 Zoll 360 KB oder 3,5 Zoll 720 KB intern angeschlossen werden, wobei darauf zu achten ist, dass ein unverdrehtes Floppy-Kabel verwendet wird. Aktuelle PC-Laufwerke funktionieren nicht. Ein weiteres Laufwerk, 5,1 Zoll 360 KB oder 3,5 Zoll 720 KB, kann extern an die A2088XT angeschlossen werden, zum Beispiel ein normales externes Amiga-Laufwerk. Geschwindigkeit. Die A2088XT hält sich im Vergleich zum Ur-XT von IBM sehr wacker. Sie schafft den Vergleichsfaktor 1,0, getestet mit Norton SI 4.5 und ist damit genauso schnell wie der Computer von IBM. Die A2088T. Im Gegensatz zur A2088XT wurde die A2088T in den USA entwickelt. Sie arbeitet mit einem NEC V20 Prozessor, der mit 4,77, 7,15 oder gar mit 9,54 MHz getaktet wird. Wie auf der A2088XT befindet sich auf der A2088T ein Steckplatz für eine optional 8087 FPU. Auf dieser Karte sind serienmäßig 640 KB RAM verbaut. Auch bei dieser XT-Karte ist für die PC-Grundfunktion ein 16 KB großes XT-kompatibles BIOS verbaut. Auch hier können keine Einstellungen im BIOS vorgenommen werden. Der Floppy-Controller der A2088T ist deutlich moderner als der der deutschen XT-Karte. Ähnlich der A2386SX können Amiga-Diskettenlaufwerke im sogenannten Shared-Modus mitbenutzt werden. Es funktionieren neben DD-Laufwerken sogar HD-Laufwerke an dieser Karte, aber nur im DD-Modus. Geschwindigkeit. Die A2088T hat ja einen doppelt so schnell getakteten NEC V20 wie die A2088XT. Und auch sie setzt die Rechenleistung der CPU sehr gut um und kommt auf einen Vergleichsfaktor von 1,8. Ist also tatsächlich fast doppelt so schnell wie ein Ur-XT. Die A2088T ist den meisten Leuten unbekannt und auch nur sehr selten anzutreffen. Die A2286. Wie die A2088XT wurde auch die A2286 in Braunschweig entwickelt. Die Sandwich-Bauweise dieses Bridgeboards stellt eine Besonderheit dar. Anscheinend ist es Commodore nicht gelungen, alle Bauelemente auf einer Zorro 2-Karte unterzubringen und somit wurde der Arbeitsspeicher, der Floppy-Controller und das BIOS auf das Sandwich-Board ausgelagert. Ärgerlich ist dabei nur, dass dadurch zwei Slots belegt werden. Prozessor. Dieses Mal handelt es sich um ein AT-kompatibles Bridgeboard, auf dem ein 286er Prozessor verbaut wurde. Die CPU wird mit 8 MHz getaktet und es kann auch wieder eine FPU, in diesem Fall eine 287er oder kompatibel montiert werden. Die A2286 wurde normalerweise mit 1 MB RAM ausgeliefert. Das BIOS.
Für die PC-Grundfunktion ist ein 16 KB großes AT-kompatibles BIOS mit Setup für die Laufwerks- und Datumseinstellungen verbaut. An die A2286 können mit einem normalen PC-Floppy-Kabel alle handelsüblichen PC-Diskettenlaufwerke angeschlossen werden. Im Gegensatz zu allen anderen Bridgeboards bietet die A2286 keine Möglichkeit, ein externes Diskettenlaufwerk anzuschließen. Geschwindigkeitstechnisch bleibt die A2286 jedoch hinter einem vergleichbaren PC deutlich zurück. Die Revision 6.1 ist nicht nur designed in Germany, sondern auch made in Germany. Bei dieser Revision muss eine 6 Volt BIOS Batterie an J13 angeschlossen werden, damit die Setup Informationen gespeichert werden können. Die Revision A, made in Hong Kong, unterscheidet sich hauptsächlich durch die Verwendung eines Dallas DS1287 Uhrenchips mit integrierter Batterie. Intelligenterweise wurde der Dallas-Chip auf dem Sandwichboard verlötet. Wenn die Batterie leer ist, muss man den Chip entsprechend tauschen, da die A2286 ansonsten das Booten verweigert. Die A2386SX. Auf dieser Karte verbaute Commodore diese wunderbar auslaufgefährdeten Batterien. Also wenn ihr eine A2386SX habt, nix wie runter damit. Wenn das Teil erstmal leckt, ist sehr schnell auch der Chip für den Floppy-Controller betroffen. Auch bei der A2386 handelt es sich um ein sogenanntes AT-kompatibles Bridgeboard. Bei diesem wurde ein 80386SX-Prozessor aus dem Hause Intel verlötet. Die A2386 wurde in drei Geschwindigkeiten ausgeliefert, mit 16, 20 und 25 MHz. Serienmäßig waren auf diesem Bridgeboard meist 1 MB RAM montiert. Durch Tausch und Hinzufügen von weiteren ZIP-Speichern konnte der Arbeitsspeicher auf bis zu 8 MB hochgerüstet werden. Ein 64 KB großes AT-kompatibles BIOS ist für die Grundfunktionalität zuständig. Dieses Bridgeboard unterstützt bis zu 2 Diskettenlaufwerke, wobei sich die A2386 über ein sogenanntes Shared Floppy Cable ein Laufwerk mit dem Amiga teilen kann. Auch hier ist es wieder möglich, ein externes Laufwerk zu verwenden. Allerdings lassen sich Shared Floppies am Amiga 4000 wegen einer Änderung des Diskettencontrollers in diesem Amiga nicht benutzen. Damit genug zu den Zitaten von Blind German. Zu den verfügbaren Bridgeboards von Commodore eine kleine Anmerkung von mir. Wenn ihr nicht gerade masochistisch veranlagt seid oder extreme 8-Bit-Freaks seid, versucht die A2386 zu bekommen. Die alten XT-Krücken sind wirklich fürchterlich langsam. Die A2286, kein externes Laufwerk möglich und diese unsägliche Doppelbelegung durch die Sandwich-Bauweise machen das Ding nicht gerade wirklich sympathisch, sodass die A2386 als eigentliche Alternative bleibt. Natürlich wird dieses Ding heute auch vergleichsweise am teuersten gehandelt. So, genug jetzt gebabbelt, jetzt wird gebaut. Ich habe für unseren Bastel Amiga 2000 eine A2286 Hongkong Revision mit dem Dallas Chip erstanden, weil man daran relativ einfach im eBay noch rankommt. Beim ersten Test jedoch gleich die Ernüchterung. Mal geht das Ding, mal geht es nicht. Also erstmal die Standardprozedur: Kontakte putzen, Zorro und Isa, sowie alle gesockelten Chips mal raus, deren Beinchen sauber machen und wieder zusammenfügen. Dabei selbstverständlich wieder die gegebene Vorsicht walten lassen und immer darauf achten, dass man die Chips wieder lagerichtig in ihre Sockel zurückdrückt. Als Reinigungswerkzeug benutze ich hier was ganz staubtrockenes, einen Glasfaserstift. Der ist für kleines Geld im Elektrohandel zu bekommen und es gilt das gleiche wie beim Zähneputzen: nicht zu fest aufdrücken. Links im Bild seht ihr hier die mit dem Glasfaserstift gereinigten Goldkontakte und auf den rechten hängt noch der Rotz von den letzten Jahrzehnten drauf. Wenn ihr alles schön gereinigt und wieder zusammengebaut habt und wenn ihr mit dem Lötkolben einigermaßen umgehen könnt, dann können wir jetzt dem Dallas-Chip zu Leibe rücken. Es gibt zwar auch noch die etwas brachialere Möglichkeit, den Dallas-Chip einfach aufzufräsen, die Kontakte der Batterie freizulegen und dort dann eine externe Batterie anzuschließen. Könnte man so machen. Wir machen es jetzt hier aber ein wenig, wie ich finde, eleganter. Wir entfernen den alten Dallas-Chip, setzen einen Sockel rein und benutzen einen neuen Dallas-Chip. Im Original ist ein 1287 verbaut, den gibt es nicht mehr, aber der Nachfolger 12887 ist immer noch im Elektrohandel zu bekommen, sowie der dazu passende 40-polige Präzisionssockel.
Jeder Elektroniker hat seine eigene Lötphilosophie. Ich habe für diese Aktion eine ganz normale Entlötpumpe sowie 380 Grad am Lötkolben verwendet. Bei der Temperatur wird das Lot ziemlich schnell flüssig und ich konnte es relativ problemlos mit der Pumpe entfernen. Benutzt immer ein wenig frisches Lot, bevor ihr an die Lötstellen auf der Platine herangeht. Und in dem Moment, wo das Lot aufschmilzt, setzt die Pumpe an und zack, weg damit. Bei höheren Temperaturen schmilzt das Lot natürlich schneller auf, aber es besteht dann auch die latente Gefahr, dass man die Platine verbrutzelt. Bei deutlich niedrigen Temperaturen besteht diese Gefahr zunächst nicht, aber da ist man dann schon verleitet, weil es so lange dauert, bis das Lot aufschmilzt, mit dem Lötkolben ein wenig Gewalt anzuwenden, was aber unterm Strich genauso beschissen ist wie ein verbrutzeltes Board. Der Dallas-Chip hat sie nicht mehr alle. In diesem Fall ist die Rede von seinen Beinchen. Er hat nicht die vollen 40, sondern es fehlen ein paar. Und damit ich jetzt hier beim Sockel auch die richtigen Beinchen entferne, ist es am einfachsten, den Dallas-Chip in den Sockel reinzustecken und dann sieht man 1:1, wo die Beinchen weg müssen. Mit einem kleinen scharfen Seitenschneider geht's dann rund. Wir knipsen die überflüssigen Beinchen ab. Worauf man hier immer achten sollte, wenn man mit einem Seitenschneider ein massives Metallstück abzwickt, vermeidet es, dass das Ding quer durch den Raum fliegt. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar relativ gering, aber wenn das abgezwickte Beinchen Rachegelüste hat und irgendwo in einem elektronischen Gerät landet, kann das im Endeffekt eine ziemlich blöde Geschichte werden. Nochmal kurz kontrollieren. Jawohl, es passt alles. 1:1. Und jetzt kann der Sockel eingelötet werden. Achtet beim Einbau des Sockels darauf, dass er wirklich press auf der Platine aufliegt, um die Kraft, die beim Einsetzen des Dallas-Chips verwendet wird, gleichmäßig auf das Board zu übertragen. Wenn der Sockel schief drinne sitzt, könnte es im schlimmsten Falle passieren, dass beim Einsetzen des Chips die aufgewendete Kraft die Lötstellen zerreißt oder eben wirklich aller ungünstigsten Fall sogar die Durchkontaktierungen beschädigt. Ja, und damit gehen jetzt in Dallas die Uhren wieder richtig, zumindest auf unserem 2286er Bridgeboard. Achtet beim Einbau des Dallas-Chips jetzt noch darauf, dass dessen Markierung, der kleine, runde, glänzende Punkt, vom Floppy-Anschluss wegzeigt. Mit dieser recht hübschen Maßnahme haben wir die Lebensdauer des Bridgeboards für die nächsten 20 Jahre gesichert. Zumindest was die Realtime-Clock angeht. Ob der Rest vom Board so lange durchhalten wird, darf bezweifelt werden. Aber Optimismus! Und weiter im Text. Wie in der Kfz-Werkstatt gilt, keine Instandsetzung ohne eine ausgiebige Probefahrt. Und um zu testen, ob das Bridgeboard, welches man gerade erworben hat, funktioniert oder ob es noch Macken hat, ist die Verwendung der CBM-PC-Install-Disk. Zu bekommen als Image, beispielsweise bei amiga.resource.cx. Dieses Image ist autobootfähig und man muss es für die Funktion nicht auf der Festplatte installieren. Bauen wir jetzt also unser Bridgeboard in den Amiga ein. Wir haben dafür zwei Slots zur Verfügung. Da wir später noch ISA-Karten einbauen wollen, nehmen wir den rechten Slot. Da bleibt noch mehr frei für Erweiterungskarten. Damit ich das Board später nicht mehr herausnehmen muss, schließe ich jetzt bereits das Floppy-Flachbandkabel an. Hierbei können wir ein ganz normales PC-übliches Flachbandkabel verwenden. Bei der Installation wieder darauf achten, dass die rote Litze des Flachbandkabels dort angeschlossen wird, wo die 1 am Floppy-Controller steht. Unter einem normalen PC-Floppy-Kabel verstehen wir hier in diesem Zusammenhang ein Kabel mit zwei Anschlussmöglichkeiten, einmal ohne Verdrehung im Flachbandkabel und einmal mit Verdrehung. Das erste Diskettenlaufwerk, welches Laufwerk A sein soll, muss, wie beim PC, an den Stecker angeschlossen werden, der hinter der Verdrehung liegt. Wenn man das Bridgeboard gerade erst erstanden hat, sollte man auch die Positionierung der einzelnen Jumper kontrollieren. J4 ist für den internen Diskettenlaufwerkscontroller. Hier sollten die Pins 1-2 gebrückt sein, damit der Controller eingeschaltet ist. Jumper 5 ist die RAM-Konfiguration. Normalerweise sind hier die Pins 2 und 3 gebrückt für 1 MB Arbeitsspeicher. Jumper 6 bestimmt den Typ der internen Diskettenlaufwerke. Hier macht eigentlich nur der AT-Mode Sinn. Das sind die Pins 2 und 3. Und letztlich Jumper 14, das ist jetzt Geschmackssache. Ich sag mal, wir wollen Farbausgabe haben, also nehmen wir die Color-Einstellung
Pins 2 und 3. Da die Bridgeboards fast auf ihrer kompletten Länge Anschlüsse an der Unterseite haben, gehen sie, insbesondere die 16-Bit-Bridgeboards, ziemlich stramm in die Slots hinein. Aber auch hier gilt, sanfte Gewalt ist okay, brachial wird im Endeffekt nur teuer. Den Probelauf könnte man auch ohne Software machen, aber dann kommt man nicht sonderlich weit. Also schließen wir ein normales 1,44 MB HD-Diskettenlaufwerk an das Flachbandkabel an, damit unser Bridgeboard von diesem Diskettenlaufwerk booten kann. Und was wir jetzt noch brauchen, ist eine bootbare PC-Diskette. Und was bietet sich da mehr an als das Betriebssystem vom Klassenfeind schlechthin? Die erste Installationsdiskette von MS-DOS. Ich habe hier die Version 6.22. In der nächsten Folge werden wir dieses Betriebssystem dann auch auf der Festplatte installieren. Aber jetzt erstmal Testbetrieb. Die Original-PC-Install-Disk sieht so aus, aber hier im Beispiel verwende ich jetzt das DMS-Image von amiga.resource.cx. Nach dem Einschalten sollte sich beim Ladevorgang, wie bei einem normalen PC auch, das Diskettenlaufwerk des Bridgeboards einmal kurz melden. Unser Amiga bootet jetzt nicht von der eingebauten Festplatte, sondern vom Floppy-Image. Und wir sehen auf der Workbench das Icon der PC-Install-Disk. Öffnen wir es und im Inneren erscheint der Ordner PC. Den öffnen wir nun. Und hier bieten sich uns nun verschiedene Möglichkeiten an. Wir öffnen PC Color. Und nach einer kurzen Ladezeit öffnet sich dann ein Fenster, in dem wir, ja, die BIOS-Meldungen der A2286 sehen. Sie sagt jetzt Boot Failure, check disk and hit any key to try again. Es ist nichts da, wovon der PC nun booten könnte. Wer genau hingeschaut hat, hat gemerkt, dass ich die DOS-Diskette nicht richtig ins Laufwerk reingeschoben habe. Da wir nach wie vor auf der Workbench sind, ist die Amiga-Maus aktiv und wir haben über die Menüleiste hier nun die Möglichkeit, beispielsweise die Art und Weise der Darstellung auf dem Bildschirm zu verändern, die Farben zu verändern und noch weitere Einstellmöglichkeiten das Bridgeboard betreffend. Das BIOS teilt uns hier mit, dass mit unserem Arbeitsspeicher alles in Ordnung ist, uns stehen 1 MB zur Verfügung und ganz wichtig, dass der Janus-Handler geladen ist. Der Janus-Handler ist für den Datenaustausch zwischen Amiga und PC-Seite unerlässlich. Werden diese beiden Zeilen nicht angezeigt, ist vermutlich die Adresszuweisung des Dual-Port-Arbeitsspeichers falsch eingestellt. Für die A2286 muss man in den PC-Prefs die Einstellung D0 aktivieren und speichern. Aber jetzt machen wir ernst. Rein mit der MS-DOS-Diskette Nummer 1 in das Diskettenlaufwerk des Bridgeboards und auf der Workbench starten wir wieder die Emulation PC Color. Das Bridgeboard lief im Hintergrund weiter. Hier haben wir die Meldung von vorhin nochmal. Tastendruck genügt. Ja, hier sehen wir es. Der Klassenfeind ist im Amiga angekommen. Starten von MS-DOS. Ich kürze die Sache mal ein bisschen ab, sonst dauert es so lang. Ja, und hier haben wir es schon. Überprüfung der Systemkonfiguration. Diesen Bildschirm werden viele von euch noch in Erinnerung haben. Was jetzt kommt, dürfte auch klar sein, im Amiga ist noch keine Festplatte für das Bridgeboard vorhanden. Entsprechend meckert DOS jetzt drum, dass es nicht installiert werden kann. Gut, Funktionstest bestanden. Wenn man das Bridgeboard in der Monochrom-Videoausgabe laufen lässt, also die Jumper 14 Pins 1 und 2 schließt, sieht das Ganze so aus. Die Darstellung erfolgt nicht mehr in einem eigenen Screen, sondern tatsächlich in einem Fenster der Workbench. Hier noch einmal kurz gezeigt, dass der PC und der Amiga komplett unabhängig voneinander arbeiten.
An dieser Stelle möchte ich nun für diese Folge langsam zum Ende kommen, aber es geht bei den Bridgeboards nicht ohne die wichtigste Fehlermeldung von allen. Wenn ihr nach dem Start von PC Mono oder PC Color nicht den PC angezeigt bekommt, sondern einen Fehler angezeigt bekommt mit der Meldung Couldn't open Janus Library, dann ist irgendwas im Argen. In den meisten Fällen, die mir bekannt sind, ist es tatsächlich so, dass es einfach nur ein Kontaktproblem war. Also schaut euch wie gezeigt die Kontakte auf dem Bridgeboard einmal genau an. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Jumper-Einstellungen nicht korrekt sind oder in den PC Prefs eben das Dual Port RAM verkehrt eingestellt ist. Hält sich jedoch diese Fehlermeldung hartnäckig, so besteht aber auch durchaus die Möglichkeit, und das hatte ich leider auch schon mal, dass das Bridgeboard schlichtweg kaputt ist. In der Hoffnung, dass ihr von dieser Fehlermeldung verschont bleibt und dass ich euch so ein bisschen die Funktion der Bridgeboards jetzt in dieser ersten Bridgeboard-Folge näher bringen konnte und natürlich auch in der Hoffnung, dass ihr euch die weiteren Folgen anschauen werdet, sage ich jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und auch nochmal ein ganz, ganz besonderes Dankeschön an den Blind German für seine super tolle Unterstützung. Ihr könnt ihn ja selbst einmal heimsuchen im A1K-Forum. Der Kerl scheint den ganzen Tag wirklich nichts anderes zu machen, als sich mit dem Thema Bridgeboards auseinanderzusetzen. Er hat auch einen ganz tollen Artikel dazu geschrieben im A1K-Forum. Hier der Link dazu. Schaut's euch mal an, es ist wirklich sehr gut gemacht. In der nächsten Folge der Yesterchips geht es um die verschiedenen Methoden, wie man eine Festplatte für das Bridgeboard nutzbar machen kann. Bis dahin, Adele, ciao und bye bye, euer Mick.